Keime haben im Krankenhaus also wenig Überlebenschancen. Trotzdem hört man immer wieder von sogenannten Krankenhauskeimen, die zu Risiken für Patienten führen können. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und ich begrüße bei mir Frau Dr. Schulze. Sie ist Leiterin der Stabsstelle Hygiene und Umweltmedizin im Klinikum Augsburg. Hallo, herzlich willkommen. Wie gelangen denn Krankenhauskeime überhaupt ins Krankenhaus? Also es muss uns bewusst sein, dass wir Menschen schon ganz natürlich mit Billionen von Erregern, Bakterien, Viren besiedelt sind. Wir haben sie auf der Haut einfach schon als Schutz gegen die Umwelt. Wir haben im Darm ganz viele für eine normale Verdauung. Wir geben auch viele in die Umwelt ab. Zum Beispiel auf den Händen allein haben wir 150 verschiedene Bakterienarten. Wenn wir niesen, dann setzen wir in der Sekunde, Bruchteil der Sekunde, 10 Millionen Erreger frei und das gelangt in die Umwelt. Umgekehrt lebt natürlich auch unsere ganze Umgebung, Boden, Luft, Wasser, überall sind Erreger drin. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, nehme ich ja meine eigenen Bakterien mit. Und es muss uns bewusst sein, dass die meisten dieser Infektionen tatsächlich durch die eigenen Bakterien auftreten. So 60-70%. Der Rest, 30% etwa, werden übertragen. Das sind oft Keime, die stabiler sind, die von einem Menschen zum nächsten übertragen werden können, zum Beispiel Hände schütteln. Und das ist der Ansatz für uns in der Hygiene, das zu vermeiden, dass das von einem Patienten zum nächsten kommt. Sie haben schon gesagt, durch Niesen oder durch Händeschütteln überträgt man das. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten der Weitergabe von Keimen? Händeschütteln ist für uns die wichtigste Übertragungsquelle. Gegenstände auch, also wenn ich jetzt als Patient die Türklinke anfasse oder mein Bettgestell oder Nachtkästchen, gelangen natürlich auch Erreger dahin, kommt der nächste Behandelnde oder Patient, dann kann er diese Keime aufnehmen. Das heißt, es kann ein Austausch stattfinden über Gegenstände, die ich zur Behandlung brauche oder in der Umgebung des Patienten. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man die beseitigt, zum Beispiel durch eine Desinfektion. Ja, wir haben es ja im Beitrag auch schon gesehen, dass viel im Krankenhaus getan wird. Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, was alles notwendig ist, um Keime wirklich endgültig zu beseitigen. Für uns in der Hygiene ist die allerwichtigste Maßnahme die Händehygiene, im Krankenhaus tatsächlich die Händedesinfektion. Im Gegensatz zum häuslichen Bereich reicht Hände waschen da nicht aus. Wir desinfizieren die Hände und das kann zu über 90% die Übertragung von Infektionen verhindern. Dazu gibt es dann noch Schulungen, alle möglichen Informationen, auch für Patientenbesucher. Wichtig für uns ist natürlich auch, dass wir darauf achten, dass die Gegenstände keimfrei sind, dass die richtig aufbereitet werden durch Desinfektion, Sterilisation oder die Flächen halt durch Reinigung, Wischdesinfektion. Diese Maßnahmen werden festgelegt, werden überwacht. Man hört ja immer wieder auch von multiresistenten Keimen, die ja auch zu den Krankenhauskeimen gehören. Wie gefährlich sind die denn? Multiresistente Erreger, vor allem die Bakterien, sind eigentlich ganz normale Bakterien, die bestimmte Resistenzen entwickelt haben. Das heißt, sie sprechen auf bestimmte Antibiotika nicht mehr an. Kann zum Beispiel dadurch zustande kommen, dass jemand sehr häufig Antibiotika hatte oder im Tierreich werden ja auch viele Antibiotika verabreicht. Und dadurch entwickeln sich einzelne oder auch mehrere Resistenzen und dann spreche ich von so einem multiresistenten Erreger. Die Infektionen, die die auslösen, sind sehr vergleichbar mit den Infektionen durch sensible, also normale Bakterien. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass man das oft später erkennt, weil ich muss ja die Resistenzen erst diagnostizieren. Und dann muss ich erst mal sehen, welches Antibiotikum spricht überhaupt noch an. Oder wie muss ich kombinieren, damit ich den Patienten richtig behandle. Was kann man denn gegen diese multiresistenten Erreger tun? Im Prinzip sind es ähnliche Maßnahmen wie auch bei den anderen Bakterien. Das heißt Händedesinfektion, diese Basishygiene, richtiger Umgang mit Injektionen, Infusionen, Flächendesinfektion stehen ganz vorne. Und bei speziellen, vor allem sehr krankmachenden Erregern empfehlen wir dann eine gesonderte Unterbringung der Patienten. Wir sprechen dann von einer Isolierung, wo man in das Zimmer dann tatsächlich nur mit Schutzkleidung gehen darf, bestimmten Kitteln, Mund-Nasen-Schutz, um sich selber zu schützen, aber auch um die anderen Patienten zu schützen, dass keine Übertragung erfolgt. Und was heutzutage auch ganz wichtig ist, dass wir bei Aufnahme eines Patienten schon sehen,
ob dieser Patient Träger von so einem multiresistenten Erreger ist. Gut, das heißt, kein Patient muss Angst haben, wenn er ins Krankenhaus muss. Da wird aufgepasst, dass die Keime ihn dann nicht noch kränker machen und er wieder ganz gesund nach Hause gehen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Schulze. Dankeschön. Ja, und bei uns, liebe Zuschauer, geht es weiter mit unserem Gesundheitstipp. Und da geht es um die Hygiene bei Ihnen zu Hause im Alltag.